Ein halbes Jahrhundert. Nach einem Liter Wein und 3 Stunden Schlaf später ist die Sonne unbarmherzig und wirft 4 verschlafene Gestalten früh aus den Bussen. Arne und Hilde machen Katzenwäsche im Fluss, ich koche Kaffee und Peter probiert das neue Reiseleben aus, alles ein bisschen gelassener vor sich hinfließen lassen. Arnes klarem Blick haben wir zu verdanken, dass die Elche aus der Ferne in unsere Blicke kommen. Und auch die Rentiere lassen sich nicht lumpen und kommen uns heute ganz nahe. Sie haben ihre Jungtiere mitgebracht und ich stelle fest, dass ihr unbeholfener Gang auf dem Asphalt nicht angeboren sein kann. In Olderfjorden biegt die E69 in Richtung Nordkap ab und verfolgt über schmale Straßen zwischen Wasser und Felsen ihren Weg hinauf zum nördlichsten Punkt Europas, der mit Fahrzeugen erreicht werden kann. Vor 46 Jahren habe ich schon einmal diesen Weg genommen über Schotterstraßen mit norwegischen Freunden an kalten Tagen draußen und ab Narvik ohne Windschutzscheibe. Der 2900 Meter lange Tunnel in den Felsen geschlagen, Wasserbäche von oben und tiefe Schlaglöcher. Keine Lüftung. Auf die letzte Insel fuhr eine Fähre. Dort, wo heute ein fast 7 Kilometer langer Tunnel 200 Meter unter dem Meeresboden durchquert werden muss. Für jemanden wie mich, der klaustrophobisch veranlagt ist, eine besondere Herausforderung. Ich merke meine mentale Erschöpfung durch das Erleben einer ganz alten Geschichte in der Verbindung des aktuellen Grundes hier zu sein. Und so stehe ich sehr bewegt auf dem kargen, felsigen Grund am Ende des Landes und blicke über die stille, blaue Fläche des Meeres dorthin, wo der Horizont im Nebel flimmert und der Eisberg damals gekalbt hat. Damals war 1972. Jetzt bin ich auf der Reise 2018 mit meinem Sohn. Lege meine alte Geschichte in die offenen Arme des Gestern und darf heute erleben, mit meinem Sohn Arne hier zu stehen. Wir machen uns ein Geschenk für die Zukunft, aus dem wir lebenslang schöpfen dürfen, in der Erinnerung eines besonderen Wir. Peter aus Kirchhellen lässt es sich nicht nehmen, uns ein Fotodokument zu schenken, auf dem wir fröhlich uns anlachen, ein bisschen unvorteilhaft leicht aus dem Hemd springen und überlegen, ob es dafür auch eine sportliche Lösung gäbe. Doch für eine Diät fühle ich mich zu alt. Für diesen Moment hier oben habe ich 2 kleine Geschenke mitgebracht, die ich jetzt am Fuß der Weltkugel aufstelle und fotografiere. Da gibt es einen sehr süffigen Rotwein, den mir Karin aus Delikon mitgegeben hat, von einem alten Weinberg, den sie mit einer engagierten Gruppe von Menschen nach dem Tod des Winzers in Eigenregie weiter betreibt, um die lebendige Erinnerung aufrechtzuerhalten. Wir fügen in den Begleittext diese Informationen auch bei. Also den Weinberg gibt es immer noch und wenn ihr Lust habt, nach Delikon in der Schweiz zu kommen, könnt ihr den gerne besichtigen. Man kann leckeren Wein von dort kaufen. Und ich habe das Buch von Michi dabei, das ich in einem ganz besonderen Lebensmoment beginnen möchte zu lesen. Jetzt. Ausreißer ist die Geschichte einer Reise über die Panamericana mit ihrem Mann Torben und den beiden Kindern Romy und Levi, der oft Mackie genannt wird, weil er in Mexiko geboren ist. Und diese Familie sind besondere Fans von Hilde. Beginnt, gewaltige Canyons und Bergmassive, kalbende Gletscher, einsame Wüsten, tropische Regenwälder und weiße Karibikstrände erwarten die kleine Familie, so steht es auf dem Buchtext. Mit einer Herzenswärme gelebt und geschrieben, mittlerweile auf Festivals mit vielen ergänzenden Geschichten und kleinen Filmen untermalt, bei Markus Lanz vorgestellt in einer in einem bezaubernden, mutigen, natürlich erfrischenden Interview.
Ein kleines Buch und eine gute Idee, präsentiert von einer Flasche Rotwein, haben für wenige Augenblicke den wichtigsten Zielort vieler Reisender ganz für sich alleine. Bevor sie fliegen dürfen in die weite Welt, wo auch immer ihre Geschichte gelesen wird, ein imaginärer Luftballon, gestartet an einem Ort, wo die Fantasie wohnen muss, weil so viele Träume in ihm erfüllt werden. Abseits des Trubels und aller bekannten Gesichter bin ich mit Hilde spaziert, über die Ausstellung der inspirierenden Tafeln bis zu einem kleinen Steinhaufen. Für einen Augenblick kann ich ganz alleine für mich sein, um meine Schubladen der Zeit still für mich zu öffnen und wieder zu schließen, mir das nehme, was ich jetzt brauche und anderes einpacken kann, mich meiner stillen Tränen nicht schäme. Vor einem halben Jahrhundert hätte ich mir nie träumen können, dass mein Leben mir so viel Schönes schenken würde und ich in Dankbarkeit in alle Richtungen schauen kann. Angstfrei in die Zukunft gehen, was immer auch vor uns liegt. Es darf am Ende im Rückblick nichts fehlen, weil es uns als einzigartigen Menschen ausmacht, zu dem wir geboren sind. Wir stehen gerade an der Rheinbrücke in Emmerich und sind von Samstag auf Sonntag, also heute ist Sonntag, an dem ich es aufnehme, mit dem Peter aus Kirchhellen und der Schlumpf-Familie unterwegs gewesen am Rhein, haben eine Nacht an einem Waldparkplatz gestanden und die sind jetzt wieder nach Hause gefahren und ich dingel einfach mal so weiter. Mal gucken, was das alles so bringt. Ja, ist eine bemerkenswerte Zeit. Heute ist es ziemlich stürmisch, zwischendurch scheint mal die Sonne. Die Hilde liegt neben mir und schläft. Wir waren vorhin an der Düffel spazieren. Das ist bei Düffelwart. Die Düffel ist ein kleiner Nebenfluss des Rheins, der kurz vor der holländischen Grenze in den Rhein mündet. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Bis bald.